Hey, ja, ist das Snoppen? Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels, also mit dem nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir im Geschäft ein paar knallharte Verhandlungen durchgeführt, um dort Vorräte für unser Schiff zu kaufen. Am Ende haben wir unsere Vorstellungen überwiegend durchbekommen und haben den Wucherpreis entsprechend verhindern können. Und ja, wir sind wieder rausgegangen und wurden wieder von Banditen überrascht. Wir haben Banditen haben uns wieder überfallen und wollten überfallen, aber dann kam Aureliano, der hat eine seiner Sprüche abgelassen und entsprechend für ein Erdbeben gesorgt. Oder eigentlich mit seinem Stab hat er eine Geste gemacht und damit Erdbeben verursacht mit der Erdspalte und hat den Flug geschlagen. Und ja, wir haben auch Faith getroffen, die Tochter von Aureliano, wo wir gleich gemerkt haben, ja, das passt schon. Und ja, sind jetzt hier und können daher jetzt mit dem nächsten Abschnitt loslegen. Ich habe inzwischen Aureliano und seine entzückende Tochter Faith kennengelernt. Er will mir alles Weitere bei sich zu Hause erklären. Ja, genau, so sieht's aus. Da ist Faith. Da ist Jabez. Wir gucken ja mal hier ein bisschen rum, weil ich glaube, können wir jetzt irgendwie was machen hier zur Abwechslung. Na? Okay. Du hast etwas aufgenommen, das du benutzen kannst. Es wurde in dein Inventar aufgenommen. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Du kannst auf dein Inventarmenü zugreifen, indem du den Ministick rechts nach rechts bewegst. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. In diesem Menü kannst du deine aktuelle Waffe wählen, die aufgenommenen Gegenstände benutzen und Mitgliedern deines Teams Anweisungen geben. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Wähle die gewünschte Option, indem du den Ministick rechts einfach nach oben oder unten bewegst. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Wenn du ihn erneut nach rechts bewegst, wird entweder die Anweisung ausgeführt oder es erscheint eine weitere Auswahl an Optionen. Wenn du ihn dagegen nach links bewegst, bewegst du dich durch das Menü zurück. Drücke die Taste A, um weiterzumachen. Okay. Das heißt, das ist dieses Menü hier. Verwendbar. Was haben wir hier? Ein Halbpilz. Dann Waffen. Haben wir nix. Inventar haben wir nur Sätze, nur von 4. Charaktere haben wir auch noch nix. Also gibt es noch nichts zu holen für uns. Okay. Jetzt können wir hier ein bisschen erkunden. Die Insel. Jetzt können wir ein bisschen in die Open World Technik hier von dem Spiel. Müssen wir ein bisschen rumgucken hier. Ja, wir gehen also noch nicht zum Haus, sondern wir machen erstmal hier ein bisschen was. Ja, ich gucke jetzt hier rum, ich laufe jetzt hier lang, aber es scheint ja alles zu leuchten, denke ich mal, ne? Dass es alles leuchtet. So. Okay, die kann ich auch benutzen. Drücke die Taste B, um die Fixierung aufzuheben. Ich kann nur nach links oder rechts. Na, was soll ich hier schießen? Ich schieß mal auf diese Wand da. Ha. Hat hier nichts gebracht. Sieht nicht so aus, als hätte das. Gab es einen Einschlag. Mal gucken. Hier sieht man noch diese Erdspalte. Ganz schön kräftig. Ne, hier ist nichts passiert. Alles wie es vorher war. Ja, jetzt können wir hier nochmal zurück, genau. Weil da haben wir beim letzten, als wir hier waren, was gesehen, ist eine Weile schon wieder her. Jetzt können wir nämlich hier gucken, was wir hier so. Da unten gab es ja was. Und wir konnten das nicht machen, weil wir noch nichts aufsammeln durften. Da unten war auch noch was, ganz unten. Muss ich jetzt aber da, ich muss hier da runterklettern, ne? Sehe ich das richtig? Gut, dann machen wir das. Dann klettern wir jetzt hier mal runter. Okay. Ihr kann weit springen. So.
Okay, immer mal gucken. Aha. Ja. Und wo geht's halt? Wo geht's jetzt runter? Hier oder da? Ich glaube da, ne? Müssen wir darüber springen? Okay. Na? Na, okay. Ich kann mich runterfallen lassen. Komm her. Lass sie runterfallen. Jetzt können wir wieder da hinspringen. Okay, mal ein bisschen die Spring zur Abwechslung mal. Ein bisschen Jump and Run Passage. Jetzt kriegen wir dieses Ding da. Wo willst du denn hin? So, hier ist jetzt der Pilz. So. Okay. Jetzt hier runter. Okay. Also etwas schaffen. Was haben wir denn hier? Was ist das? Oh, lass die Tasten B los, um den Schatz zu nehmen. Oh, ein Schatz. Als Belohnung, wenn man hier runterklettert. Ja, der wird wohl gerade nicht gebracht. Nee, sieht so aus. Cool. Sehr gut, ein Schatz als Belohnung. Okay, dann müssen wir wieder nach oben, hä? Sieht wohl aus. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl nach oben klettern wieder. Dann lass uns Weg doch mal zurück. Okay. Na, komm her. Okay, dann muss ich anders hochspringen. Und zwar so. Da muss ich jetzt wieder darüber hüpfen. Na, ist auch zu weit gesprungen. Fast. So. Puh, da hochzukommen wird aber nicht einfach. Aber schaff mal. Gut, man darf es nicht nie unterschätzen, die Sprungfähigkeiten von Charakteren. Ach, das war nix. Jetzt nochmal. Okay. Hier kommen wir auch hoch. Sind wir jetzt wieder oben angekommen, ne? Ja, sind glaube ich schon wieder oben. Sehr gut. Da komme ich nie. Da muss ich doch nochmal so hoch. Okay. Jetzt können wir hier. Haben wir das geschafft? Jetzt müssen wir hier nur mal rüberkommen. Ist sonst hier was? Ja, ich sag, eine gute Frage. Ist sonst hier was gewesen? Ah, ich will jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Aber ich hab, nee, vor allem das erste Mal, was sowas gesehen hatte. Aber sie sind von dem Dorf. Aber das, die Tür ist ja zu. Die wurde die Tür wieder zugemacht. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr zurücklaufen, zum Dorf zu kommen. Geht, glaube ich, nicht. Ja gut, wir sind jetzt hier, glaube ich, fertig. Mal gucken, was es so noch so zu tun gibt. So, mal sehen. Ach komm, ein bisschen schneller kannst du schon laufen, ne? Ohne dass der sichere Modus aus. Oh. Okay. Klingt, sieht ja interessant aus, diese Insel hier. Okay. Mal gucken, wo dann, weil da geht's zu den Flügeln.
Stimmt ja, da geht es zu den Vögeln. Zu den kleinen Vögelchen geht es da ja. Ach geil. Was haben wir denn da? Da ist auch was. Da leuchtet auch was. Okay. Ein Pilz. Wo sind die denn gut eigentlich? Ach, ein Heilpilz sind das. Starkwirkende Heilpilze und schwache Heilpilze. Ach so. Ach so läuft das ab. Ich verstehe. Die Vögelchen, kann man mal besuchen? Ne, sieht nicht so aus. Die Tür ist so. Da kann man entsprechend nichts machen, wie es aussieht. So. Dann gehen wir hier vorbei. Haben wir dran lang, aber hier ist nichts. Okay. Ja, aber dann gehen wir halt wieder zurück. So sieht's aus. Uns setzt ja niemand, deswegen. Wundert mich, dass die Automaten. Die sind einfach vorgelaufen, ne? Warum das? Warum? Die wissen, wir kennen uns auf der Insel doch gar nicht aus, eigentlich. Wir müssen selbst den Weg finden zum Haus des Gouverneurs. Ein bisschen doof, ne, eigentlich. Im Mafia sollte doch jemand dabei sein, der sagt, wo es hingeht. Also, würde ich es meinen, also würde ich es in der Realität machen. Aber, na, Spiegel ist ja nur ein Spiegel, ne? So. Machen wir mal hier hoch. Andererseits. Andererseits, warum nicht mal da lang gehen? Weil mir runterfallen. Okay. Kann ich hier hoch? Ah, ich kann wieder hoch. Gut, dann habe ich das eben, habe ich falsch gemacht. Okay, ich verstehe schon. Kann der hier rasend schnell hochklettern, ne? okay. Dann müssen mit mehr Anlauf geht das vielleicht besser. Mit Anlauf hat es jetzt auch nicht funktioniert. Aber wir kriegen das bestimmt mal hin. Es scheint ja kein Problem zu sein, wenn man hier so von oben runter surft. Also können wir es auch schaffen, um mal einen Anlauf zu nehmen, vernünftig Anlauf zu nehmen und richtig springen. So, komm her. Na, geht doch. Die Pistole haben wir hier. Aha. Jetzt halt, so das funktioniert, bis mehr Anlauf, dann geht das. Kann ich hier ein bisschen rumlaufen? Das ist doch viel besser, hä? Okay. Aha, ich muss ja wieder rüber springen. Ah, sieht so aus, okay. Also wieder ein bisschen Anlauf holen. Ah, okay, dann machen wir mal, ne? Dafür haben wir extra ja geübt. Nein! Wir haben extra dafür geübt und sind runtergestürzt. Ich habe keine von diesen Springen auf Anhieb geschafft, ey. Kann ich hier nicht hoch? Doch, sieht doch so aus. So mies texturiert. Dann muss das doch. Dann muss das doch eine Klippe sein. Kann ich hier irgendwie zur Seite auch? So kann ich natürlich auch hier lang. Ah ja. Na, was war das denn? Er ist nicht gesprungen, als ich springen wollte. Er ist irgendwie hängen geblieben und dann hat das nicht funktioniert. Aber nochmal das Ganze. Na? Komm ich hier nicht hoch? Wieso komme ich hier nicht immer hoch am ersten Versuch? Also brauche ich überhaupt zwei Versuche? Ach,
Mann, ich bin so schlecht hier. Die Sprungpassagen. So. Okay, nochmal dran. So, ne? Hat ja nicht funktioniert. Alles eingestürzt, ja. Ja. Weil das sieht mir nicht so nicht stabil aus. Springen wir lieber auch drüber. Ja, ist sicherer, denke ich. Aber ja. Hier ist noch ein Pilz. Genau, wir müssen jetzt irgendwie mal da wieder runterkommen, ne? In diese Festung. Na, hier kommen dann nur wieder hoch, glaube ich, so sehe ich das. Mal gucken, was wir hier so haben. Was ist das? Ein Stärketrank. Aha. Ein Stärketrank gibt es hier. Mal gucken, was wir sonst so haben. So. Wie kommen wir jetzt? Nur sei er sich jetzt hier nichts. Das sah eben besser aus. Na, rennen wir mal oben hier, oben rum. Vielleicht gibt es hier noch was zu finden. Wer weiß das schon. Da ist auch was. Da ist auch was. Da leuchtet auch was. Auf dem Dach. Muss auf dem Dach rumlaufen. Na dann. Na super. Ich mache mich zu schnell. Bin zu schnell. Was haben wir hier? Hier noch was? Ja, hier gibt es tatsächlich was. Noch eine Pistole. Super. Okay, muss ich jetzt hier rüber? Da? Das war jetzt mal nicht so gedacht, ganz ehrlich. Ah, naja. Das war jetzt auch nicht so super. Naja, bin ich auf jeden Fall hier unten. Naja, gut, egal. Jetzt kann ich zu dem Ding hier. Zu diesem Pilz. So, dann muss ich irgendwie da hochkommen. Ha. Okay. Was soll ich noch so für Möglichkeiten haben? Warum geil ist ja hier? Hä, wo ist der Papagei? Haben wir jetzt gehört? Kommt der jetzt her? Wie ist er rausgekommen? Ach ne, der Papagei ist gemeint. Ach, der Papagei war es. Nicht der andere. Okay, dann ist ja gut. Ja, hab ich schon verstanden. Da muss doch hier auf dem Dach gewesen sein, ne? Kann ich da irgendwie da hoch springen von diesem Balken aus? Kommen Sie jetzt hier hoch. Na gut, da so klappt das natürlich nicht, ist klar. Oh ja. Ja, fast. Ich glaube, das ist theoretisch möglich, aber ich bin da fast, komme ich dann da hin, aber ich muss den richtig wissen. Okay. Okay, das klappt so nicht. Ah. Okay, ich versuche mal drauf, versuche mal was anderes. Moment mal. Ja, fast. Also, nee, eigentlich nicht, weil das war eigentlich die Idee. Ich wollte darauf springen, um von dort aus dann entsprechend hoch auf das Dach zu springen. Wenn ich hier einen höheren Punkt habe. Aha, also man kann sich abspringen. Man kann abspringen von der Dingens.
Ach, komme ich hier nicht hoch oder was? Muss ich hier rüber? Doch, geht, natürlich geht das. Das muss doch bestimmt gehen. Na komm schon. Das klappt nicht so ganz. Zugegeben. Aber übers Dach da hinzukommen. Ja, es ist das zu weit. Ich glaube, ich muss an die Hauswand springen und mit richtigen Winkel und dann kann ich da vielleicht hoch. So, komm her. Ah, fahr! Ich glaube, das theoretisch mit ein bisschen mehr Glück geht das. Mit ein bisschen mehr Können in dieser Combo geht das. Ja, aber man muss natürlich den richtigen Moment abspringen, dann geht's natürlich besser. Komm her, wir waren die Höhe. Die Höhe kriegen wir auf jeden Fall hin, deswegen muss das gehen. Aber man muss auch richtig abspringen können, dann geht's natürlich besser. Ganz ehrlich, das wird ein bisschen fummelig, glaube ich. Ach, warum springt er nicht ab? Wenn ich sage, dass er da abspringen soll. Ach komm, mehr, ey. Er springt da nicht ab? Ah, ich mach da was her. Ich drück was her wieder zu häufig drauf. Den Klopf. Jetzt hat er geil abgesprungen, das meine ich. Das klappt nämlich nicht immer. Ach komm her. Das muss gehen in meinen Augen. Er springt da nicht ab, ey, wenn ich das sage. Ach. Ja, wie springt er da nicht ab, ey? Verdammter Mist! Ah, ärgerlich. Auf einmal kam ich jetzt hoch genug, aber dann war ich falsch. Warte mal. Ja, wieso springt dann schräg hoch? Das bringt doch gar nichts. Ich komm doch bestimmt höher, wenn ich. Ja, eigentlich müsste ich dann höher kommen, aber ich komme da nicht. Er springt mich gar nicht momentan ab hier. Er springt nicht ab, wenn ich das will. Wieso? Das war doch schon hoch genug. Ihr seht, das würde gehen. Mit ein bisschen mehr Glück lande ich nämlich drin, direkt da, wo ich den brauche. Ah! Er hält sich auch nicht fest an der Wand da. An einer Dachkante, an den Dachziegeln. Na also, geht doch! Für den Pilz haben wir das jetzt geschafft. So. Ich versuch grad zu ermitteln, wie man da in den normalen hochkommen würde. Weil der hält sich ja nicht fest oder so. Ich kann mich da nicht festhalten. Das ist ein bisschen seltsam. Eigentlich müsste ich mich da normal dann hochspringen und festhalten können. Geht aber nicht in dem Spiel hier. Ist halt kein Assassin's Creed. Das wäre übrigens ja vorher Assassin's Creed erschienen übrigens. Du kannst mal sehen, hey. So alt ist die Spiel schon. Heutzutage gibt es 12 verschiedene Assassin's Creed oder so. Ja, ich glaube seit 2006 glaube ich doch fast jedes Jahr eins, ne? War das nicht irgendwie so? Naja, wir gehen jetzt hier runter. Wir haben das jetzt ab, haben das jetzt. Susanna, irgendwas hier. Waren hier auch irgendwelche Blumen oder so hier da, genau. Kann nichts anfangen, wer ist das? Ah, vor die Tür zu. Wie unhöflich. Diese Frauen von damals.
Wie unhöflich sind sie denn? Ich weiß es nicht. Also gehen wir mal hier lang gucken. Vielleicht wäre es auch sparen können, den ganzen Weg hier unter. Vielleicht sehe ich auch noch was hier. Mal gucken. In der Höhle. Ob hier irgendwas ist in der Höhle? Mal gucken. Ja, die Tür ist zu. Die Tür ist leider zu. Bisschen blöd. Ah, naja, so ist das. Ach, komm her. So, was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas zu holen? Abgesehen von den beiden Pilzen. Also innerhalb dieser Stadt hier. Vielleicht ist ja irgendwo. Auf der Mauer hatten wir ja auch ein bisschen was. Ich komme wieder nach oben, ist die Frage. Ich denke ja mal, da was ich da gesehen hatte, wo ich runter wollte. Irgendwie hier mit diesen Mauern, mit diesen Felsen, mit den Steinen, die rausragen. Ah, da kommen wir sicherlich mit hoch. Das sollte möglich sein. Das ist ja nicht. Das ist ja. Ich sag hoch. Okay. 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 Hier müssen wir darüber. Okay, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Aber wir haben es geschafft. Dann sind wir jetzt oben angekommen. Ja, wir sind oben angekommen. Super, jetzt sind wir nämlich wieder hier. So, haben es geschafft, hier unten rauszukommen. Das Tor ist jetzt zu, wenn ich richtig gesehen habe. War zumindest kein Weg, da rauszukommen. Okay. Gut, hilft uns nicht, wir müssen eh hier weiter. Wir bringen jetzt hier rüber. Fällt auch wieder auseinander gerade. Okay, gut, dass wir das hinter uns jetzt gelassen haben. Das heißt, wir haben das schon. Jetzt können wir hier weiter. Ja, hier geht's weiter, gut. Okay. So. Müssten wir viel Anlauf haben? Na, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, haben es jetzt doch mal geschafft. Okay. Ohne dass wir ins Wasser gefallen sind. Der Rückweg. Na, geht doch. Man macht da Fortschritte. Man macht doch Fortschritte im Spiel. Okay. Weiter geht's. Was haben wir hier? Hier ist auch ein Pilz. In den Bäumen. Ich wollte hier rumgucken bei den Bäumen allgemein. Weil es ist so eine Sehenswürdigkeit. Deswegen. Oder eine Landschaftsmarkierung. So. Und das hier ist hier der Wind. Oh! Der bläst ja richtig auf von der Seite. Betrifft den Mantel und den Pferdeschwanz. Ach ja, Pferdeschwanz. Falls euch das irgendwie an Lara Croft erinnert, das ist tatsächlich kein Zufall. Weil hinter Galleon steht nämlich tatsächlich der Chefdesigner vom ersten Tomb Raider. Also vom allerersten, von 1900. Wann erschien das? 94 oder 95? Vom ersten Tomb Raider. Da der Chef Designer, der halt Lara Croft halt entworfen hat. Ja, der hat dieses Spiel dann hat selbstständig gemacht danach und hat dann entsprechend dann dieses Spiel gemacht. Mit einem Charakter, der gewisserweise ähnlich aussieht. Hier kann man auch hier bestimmt hin. Mal gucken. Mal gucken, was wir hier so haben. Ja. Und der Witz dabei ist, das Spiel wieder hat ja eine Weile gebraucht, um das, das veröffentlicht wurde. Danach ist da allerdings, dass kein Erfolg, beziehungsweise die Firma pleite gegangen ist, ist dieser Entwickler wieder später zurückgegangen zum Tomb Raider Team und hat dann
maßgeblich den Redesign von Lara Croft für Tomb Raider Legend oder Anniversary entsprechend geleitet. Also quasi zum Jubiläum hat er dann, kam er wieder zurück zu seinen Wurzeln. Finde ich ein bisschen lustig. Wir hatten also quasi dann die alte und auch die zwischendurch Lara Croft entworfen. Mittlerweile gibt es ja wieder eine neue. Durch die neue Trilogie gibt es ja wieder eine neue Lara Croft, aber quasi die von Core Design. Also die Lara Croft aus den ersten 6 Spielen. Und entsprechend das Remake, die Lara Croft, die danach kam. Alles von derselben Person, ich finde das irgendwie ein bisschen witzig. Aber komme ich noch nicht hin, aber was? Hä, wieso falle ich jetzt hier runter? Haben wir doch festgehalten! Wollen wir doch festhalten! Ach ja, super, wir kommen jetzt hier hoch, ey. Ich finde das ein bisschen lustig, wenn das Lesen manchmal für Geschichten schreibt. Dass da entsprechend dann der verschwindet, weil er selbstständig machen will und dann hinterher landet dann doch wieder da. Ich finde es lustig. Wieso bin ich da jetzt nicht lang gekommen eben? Komisch. Mach mal das Ganze. Und irgendwie hat der, wie gesagt, hat ein bisschen Ähnlichkeiten, ja? So mit dem Pferdeschwanz und obwohl ich das mit dem Wind ganz cool finde, mit diesem Effekt, ja, dass alles im Wind wiegt, der Mantel und der Pferdeschwanz. Das finde ich irgendwie cool. Das ist ein nettes grafisches Detail, finde ich. Finde ich cool. Wäre nochmal das Ganze. So. Nochmal, sonst wie sagt das nicht funktioniert hier? So. Jetzt klappt's doch. Warum hat das eben nicht? Wie sagt das eben nicht hingehauen? Wo bin ich jetzt gelandet? So. Warum hat eben nicht geklappt, frage ich. Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Was ist das denn da? Ach, Scheiße. Oh. Haben wir hier? Da irgendwas zu sammeln? Wieder ein Schatz. Coole Sache. Oh, so anderes auch noch. Warte mal. Jetzt auch noch was. Wie kann ich die anvisieren? Ja, keine Ahnung. Guck mal, meine Pistole. Und die, was ist das? Schatz. Den nehme ich mir. Oh, eine Katzenstatue. Cool, was für mich? Miau. Okay, was gibt es sonst noch hier so zu finden? Was ist das für ein komischer Schatz? Der ist nicht mehr vergraben. Ich meine, der eine war immer in der Höhle versteckt, ja? Die immer mit Gitter versiegelt ist und so. Da kommt man vielleicht nicht einfach hin. Aber, nein, was mache ich denn? Fast hier gegangen. Wieder fast hier gegangen. Okay, dann war's das, glaube ich, hier. Hat sich ja gelohnt. Okay. So, weiter geht's. Schön, relativ groß und umfangreich, diese Insel, ne? Kann viel entdecken. Wenn wir später auch wirklich ausführlicher alles nochmal erkunden. Das ist auch eine gute Idee, denke ich. Was auf was? Okay, gehen wir mal hier noch lang. Da ist was. Ein Pilz, der hier wächst auf Stein. Okay, ja gut, Pilze wachsen überall. Ja, schlimm sind die. Okay, ja, dann gehen wir jetzt weg. Wo geht's noch weiter hin? Obwohl, vielleicht kann man noch weiter gucken, wenn wir gerade mal hier sind. Kann man vielleicht noch weiter gucken. Mal gucken.
Okay. Aber hier, aber da ist auch noch was. Schnelligkeitstrank. Aha. Was ist das? Das sind Feinde. Das sind Feinde, 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 weg, 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 weg. Feinde will ich nicht. Ich habe doch keine Waffen. Meine, außer meine Fäuste. Na dann. Na, wir haben unsere Fäuste, die haben auch gereicht, ne, um die zu erledigen. Gut, aber wir wollen trotzdem zurück. Hat natürlich auch mich besonnen. Wir hatten natürlich noch Waffen. Stimmt ja. Und wir können ja noch schlagen, wenn wir. Aber trotzdem, das war jetzt zu viel Betrieb da. Gucken wir mal später an, wenn wir irgendeine Waffe finden. Ab hier von einer Fäusten. Wenn wir irgendwie. Pistole haben wir auch, aber. Naja. So, mal gucken, was war mal hier so. Okay, ist der Wind von der anderen Seite, was gar keinen Sinn macht. Weil da ist ja eine Wand davor, da kann der Wind gar nicht herkommen. Das geht physikalisch gar nicht. Kann von oben kommen höchstens, aber... Naja, ist halt nur ein Spiel. Ist halt nur ein Spiel, ne? Hat auch was, dann geht doch noch hin. Na. Ah. Okay. Ah, auf dem Dach und auf dem Dach rumklettern. Wir sind hier ein netter Gast, ey. Da verrückt sind wir, laufen auf dem Gächern rum. So, ja. Mal gucken, ob sich hier das überhaupt lohnt, weil ist hier gar nichts. Doch, hier ist wirklich, hier ist doch was. Okay. So. Und hier noch. Was ist das? Okay. Das Bienenstöcker mit Bienen. Gefährlich. Aber die greifen uns nicht an, wenn wir uns langsam bewegen. Sehen sie uns nicht als Gefahr. Deswegen alles okay. Okay, nochmal, was hier so ist. Hier sind noch jede Menge Sachen hier. Viele Klettersachen, aber ich will ja jetzt da mal rein, ne? Andererseits, mal gucken, wo es hier hingeht. Oh, hier ist auch was zu finden. Hier ist ein Pilz. Cool. Kletter mal hier mal ein bisschen rum. Okay, hier ist nichts. Nein! So kommt natürlich auch runter, also. Ah, jetzt. Die Kamera hat ein bisschen gestreikt. So. Okay. Jetzt bin ich einmal hier rumgelaufen, an meiner Wand entlang noch einen Pilz gefunden. Ja,
Okay. Wir brauchen mal eine bessere Waffe, um was zum Reißen hier, denke ich. Oh, aufpassen wieder an den. Ich wollte sagen, an den Bienen, an den Minen vorbei, ne? An den Bienen vorbei natürlich. So. Okay, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt gehen wir mal rein, lassen den. Wir lassen den nicht, also nicht länger warten. Alles okay. Willkommen in meinem Heim, Captain. Danke. In eurem Brief erwähntet ihr ein Kunstobjekt. Alles zu seiner Zeit. Ihr müsst müde sein von eurer langen Reise. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Faith, Liebes, zeigst du unserem Gast bitte sein Zimmer, damit er sich frisch machen kann? Ich bin in meinem Labor. Wenn ihr soweit seid, Captain, gesellt euch bitte zu mir. Jabez, auf ein Wort. Hier entlang, Captain. Ja, wir haben diesen Abschnitt abgeschlossen. Das Logbuch liegt trotzdem mal vor fürs nächste Mal. Faith wird mir ein Zimmer zeigen, in dem ich mich frisch machen kann. Dann erwartet mich Arellano im Labor, um mir diese kuriose Angelegenheit näher zu erläutern. So sieht's aus. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen was erkundet. Können wir mal gucken, was wir so alles schon gesammelt haben. Wir haben 2 von 4 Sätze, die Hälfte immerhin, 6 von 10 Pilzen, 7 von 10 Pilzen, 1 von 2 Krafttränken, 1 von 2 Schnelligkeitstränken, 3 von 10 Pistolen, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Geheimes Schwert haben wir 0 gefunden bisher, wir haben noch kein Schwert leider. Und ja, haben ein bisschen hier gebraucht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an die Kommentare, an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.